Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock und willkommen zu einer neuen Tutorial-Serie, wo ich ein bisschen ja, die technischen Seiten von Minecraft zeigen möchte. Und zwar werden das etwa so 4 Folgen, 3, 4, weiß ich noch nicht genau. Und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man quasi selbst erstellte flache Welten bekommen kann. Ihr kennt ja die flachen Welten, die standardmäßig flachen Welten in Minecraft Bedrock. Die bestehen ja auch im Grunde nur aus einer Grundsteinschicht, 3 Erdschichten und dann einer Grasschicht. Und auf Minecraft Java kann man hingegen quasi diese Welten verändern. Man kann quasi die Schichten zu allen möglichen Blöcken machen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man das auf Bedrock auch machen kann. Dazu habe ich eine kleine Welt vorbereitet. Wir gehen einfach mal auf Spielen und dann seht ihr hier die Welt Redstone Test Site. Und ihr seht das schon am Bild, da ist Sandstein drauf. Und das ist im Grunde wie auf Minecraft Java die Redstone Welt, die man dort bekommen kann. Nur sind wir eben auf Bedrock. Ja? Und das funktioniert an sich auf allen Plattform von Bedrock, vor allem auf Android, iOS und Windows 10. Die werden garantiert funktionieren. Die Konsolen sind ein bisschen schwieriger. Da muss man halt die Welten von der Konsole runterbekommen, beziehungsweise auf die Konsole draufpacken. Da habe ich leider keine Ahnung. Ich habe keine Konsole mit Bedrock drauf, deshalb ist es halt ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen. Aber ich bin sicher, da gibt es schon irgendwie einen Weg. Es sei denn, die Konsolenhersteller verbieten es. In dem Fall hättet ihr ein bisschen, ja, Pech gehabt. Daran kann ich leider nicht viel ändern. So, wir sind in der Welt, die ich hier schon vor dem Video erstellt habe. Ihr seht, die besteht nur aus Sandstein und das, soweit das Auge reicht, das wird unendlich weiter generiert. Bis quasi, keine Ahnung, 13 Millionen Blöcken. Und wir können uns auch hier mal runterbuddeln. Ich glaube, ich habe das auf irgendwie 128 Blöcke gestellt. Und das nur mit Sandstein. Und der unterste Block ist dann eben Grundgestein. Und ihr seht, das geht hier quasi bis ganz nach unten. Ich werde mich jetzt nicht bis ganz nach unten buddeln, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Schließlich haben wir hier ein Tutorial zu machen und wir beginnen auch gleich damit. Wir gehen erstmal wieder raus zum Hauptmenü. Was wir jetzt machen ist, wir verlassen Minecraft und gehen zu unserem Lieblingsbrowser. Ich benutze Opera wegen dem vorinstallierten Adblocker. Macht es relativ einfach. Und dann gehen wir hier zur folgenden Website, und zwar superflat.crackmagnet.com. Ja, das ist eine Website, wo ihr quasi diese Welten selber erstellen könnt. Crack Magnet hat einen YouTube-Kanal und hat darüber auch schon ein Video gemacht. Ja, also ihr könnt es euch gerne mal anschauen, aber in der Videobeschreibung ist jetzt erstmal nur die Website verlinkt. So, wenn wir die Website geöffnet haben, haben wir hier erstmal nur eine Option, die wir auswählen können. Und zwar Custom Superflat oder Single Biome. Wir schauen uns einfach mal erstmal Single Biome an. Custom Superflat erkläre ich dann ein bisschen genauer. So, wir haben jetzt weitere Optionen. Einmal den Weltenname. Das ist dann eben der Name, der im Spiel angezeigt wird. Wir haben einen Seed. Damit kann man natürlich die Generation der Welt verändern und dann können wir das Biom auswählen, welches die Welt haben soll. Zum Beispiel nehmen wir Snowy Tiger, dann hätten wir quasi eine gesamte Welt, die nur aus verschneitem Nadelwald besteht. Und das ist an sich schon ganz nett gemacht. Das ist halt sehr simpel gehalten, hat auch einen gewissen Vorteil. Die Website lädt ja echt extrem schnell. So, das war aber nicht das, was wir eigentlich machen wollten in dieser Folge, sondern wir wollten uns Custom Superflat anschauen.
Und ihr seht, wir haben hier ein paar, ja, mehr Optionen, die wir uns aussuchen können. Wir haben hier diesen leeren Kasten. Dort können wir Blöcke auswählen, die wir hinzufügen wollen. Und ich denke mal, keine Ahnung, was kann man da nehmen? Hier nehmen wir mal Kalzit und machen davon irgendwie 8 Blöcke. Ja, und dann sagen wir Add. Dann werden quasi auf der untersten Schicht 8 Kalzitblöcke hinzugefügt. Dann können wir das noch ein bisschen weiterführen. Keine Ahnung, was können wir hier noch machen? Machen wir mal Basalt für zwei Schichten. Und dann packen wir da, keine Ahnung, nochmal Erde drüber. So, wo haben wir das? Da haben wir es, dort. Und das ist quasi die Schicht. Wir können das hier auch nochmal verändern, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Dann haben wir den Weltenname. Den werde ich jetzt hier Test benennen. Ich weiß, sehr kreativ. An eurer Stelle würde ich dann einfach direkt einen richtigen Namen eintippen. Der wird im nächsten Tutorial zumindest noch gebraucht. Deshalb wäre es ganz nützlich, sich den zu merken, beziehungsweise einen logischen Namen da reinzupacken. So, dann haben wir die Option Prevent Slime Spawning. Die verhindert quasi, dass Schleim auf der Oberfläche spawnt. Und ihr seht, das fügt hier in diesem Fall 93 Luftblöcke hinzu. Und das sorgt einfach dafür, dass quasi der höchste Block auf der Höhe 39 ist. Ja. Alle Höhen darunter lassen quasi Schleim spawnen bei jedem Lichtlevel. Und das sieht man ja auch bei normalen flachen Welten. Das wird auf Dauer super, super nervig. Deshalb schalten wir das einfach mal ab und dann stören wir uns nicht weiter. Wir können wieder ein Seed eintippen. Das ist hier ja relativ irrelevant. Ich tippe einfach mal das ein. Und wir können wieder ein Biom auswählen. Ich lasse es jetzt einfach mal. Damit könnt ihr so viel rumspielen, wie ihr wollt. Ist vollkommen euch überlassen. So, dann gehen wir auf Generieren. Und das erstellt quasi die Welt. Wir sagen Download und Öffnen. So, entweder ihr seid auf Android, dann öffnet sich hier Z-Archiver, Link in der Videobeschreibung. Oder ihr seid auf iOS, dann öffnet sich Documents, Link in der Videobeschreibung. Oder ihr seid eben auf der Windows 10 Edition, dann öffnet sich ganz normal der Dateimanager von Windows selber. Jedenfalls im besten Fall sollte sich die Datei im Download-Ordner befinden. Und dort haben wir jetzt die Datei, die heißt test.mcworld. Okay, mcworld ist quasi eine Dateiendung, die extra für Minecraft gemacht wurde. Und das ist im Grunde eine, ja, eine Weltendatei. Der Name ist quasi Programm. Wir öffnen das einfach mal. Und ihr seht, da drinne ist die level.dat-Datei. Diese definiert eine Welt, ja, die erste Generierung der Welt. Die enthält zum Beispiel unter anderem den Seed und wenn es eine flache Welt ist, die einzelnen Schichten. Die können wir nicht öffnen, beziehungsweise könnten wir, aber das würde die Datei zerstören. Und wenn wir da irgendwas drinne bearbeiten, dann geht die Datei einfach kaputt. Deshalb lassen wir das einfach so, wie es ist. Okay? Wir halten gedrückt und sagen einfach mal hier entpacken. Damit holen wir die Datei heraus. So, wir sagen jetzt ausschneiden bzw. verschieben, je nachdem, welchen Dateimanager ihr benutzt. Und wir gehen jetzt mal zum Gerätespeicher. So, ich bin natürlich auf Android. Das wird hauptsächlich hier Android sein, was ich mache. Also eigentlich alles. Wenn ihr auf iOS seid, dann braucht ihr einen etwas anderen Pfad. Und zwar, wenn ihr ein Document seid, dann gibt es dort irgendwo, keine Ahnung, einen Ordner, der heißt Apps. Da drinnen gibt es com.mojang.minecraft.pi, Documents. Und dann geht das für euch genauso weiter wie auf Android. Die Leute auf Windows, das wird recht kompliziert. Ich packe das einfach in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt das dann kopieren und den Ort aufsuchen. Das sind eine Menge merkwürdige
Zahlenzeichen, die werde ich jetzt hier nicht alle vorlesen. Daher, ja, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Jedenfalls auf Android. Wir gehen Android, Data, scrollen ein bisschen runter. Dann seht ihr hier com.mojang.minecraft.py und dann geht ihr auf Files. Okay? Das sollte jetzt wieder für alle Versionen gleich sein, nämlich dieser Ordner Games. Ja, den können wir jetzt öffnen. Und dort drin gibt es den Ordner com.moja. Und schließlich haben wir hier quasi alle Informationen über Minecraft, beziehungsweise alle bis auf die App selber. Das sind so alle Sachen, die Minecraft benutzen kann. Zum Beispiel Verhaltenspakete, quasi Entwicklungsverhaltenspakete, Ressourcenpakete und so weiter und so fort. Und so interessiert uns hier Minecraft Worlds. Da tippen wir einfach mal drauf und wir verschieben die Datei hierher. So, jetzt haben wir eine level.dat-Datei. Die definiert die Welt, aber es ist keine Welt. Denn damit das erkannt wird, müssen wir es in einen neuen Ordner packen. Wir erstellen also einen neuen Ordner. Der Name ist relativ irrelevant. Wir lassen einfach mal New Folder. Wir halten das jetzt mal gedrückt. Schneiden es aus bzw. verschieben es, packen das hier in den neuen Ordner rein. Und damit haben wir die Welt erstellt. Ja, das war es im Grunde schon. Wir haben hier jetzt insgesamt 5 Welten, genau. Und 3 davon hatte ich schon vorher. Das hier zum Beispiel ist die Welt, die wir gerade eben angeschaut haben. Und diese Welt werden wir uns gleich auch anschauen. So, wir gehen raus, wir gehen zu Minecraft. So, einmal Minecraft neu gestartet und wenn wir jetzt hier auf Spielen klicken, dann wird die Welt tatsächlich auch angezeigt. Ihr seht, wir haben hier die Testwelt und die können wir jetzt auch einmal bearbeiten. Wir können den Namen ändern, wir können hier den Spielmodus ändern. Das mache ich auch einfach direkt. Wir können ja an sich alle Sachen wie bei einer normalen Welt verändern. Und dann gehen wir einfach mal auf Spielen. Okay, da haben wir die Welt. Wir haben eine Karte in der Hand. Toll. Wir haben eine Kiste mit Fackeln außenrum. Wenn ihr euch nervt, einfach zerstören, einsammeln. Und dann gehen wir mal hier oben rein. Und sagen slash clear stark so slash clear und dann wird das Inventar einmal geleert nach einer Weile. Sehr schön. Und dann schauen wir uns mal an, was haben wir hier? Wir haben eine flache Welt, die ja, sich wieder bis ins Unendliche erstreckt. Wir bauen mal hier runter. Okay, hier haben wir Basalt zweimal. Genau. Und dann haben wir Calcit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na bitte. Hat doch geklappt. Heißt, wir haben hier die flache Welt erfolgreich erstellt. Und ich mache das hier auch einfach mal zu, denn in dem nächsten Video werden wir das noch gebrauchen. Und ich werde das natürlich nicht unordentlich hinterlassen. War das der unterste Block? Keine Ahnung. So, bauen wir uns mal nach oben. Dann kommt Basalt und schließlich Erde. Das machen wir auch mal schnell wieder weg. So. Hoch. Und damit haben wir die Welt. Ja, das war quasi die Welt. Das war auch im Grunde das Tutorial. Wir haben das geschafft, wir haben eine neue flache Welt erstellt. Ich suche gerade hier 00. 00, so. Und das war's mit dem Tutorial. Ja, so erstellt man sich flache Welten in Minecraft Bedrock und so kann man die auch nutzen. Wir können jetzt zurück zum Hauptmenü. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir uns anschauen,
wie man das in eine sogenannte Weltenvorlage umwandelt. Quasi, wenn wir hier auf Neu erstellen gehen und die ganze Werbung einfach mal ignorieren und hier nach unten gehen, dann seht ihr, gibt es sogenannte importierte Vorlagen. Das sind dann Welten, die ihr unendlich oft quasi öffnen könnt und quasi immer wieder neu die Welten erstellen könnt. Aber das war's auch mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.